Hallöchen und willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist Mittwoch, der 14. Oktober und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, mal gucken, was geht denn hier heute so ab am Mittwoch, an unserem verregnischeren Mittwoch. Gulliver natürlich. Ich hoffe, er hat mir diesmal endlich mal was Geiles geschickt. Dann Carlsen war gestern bei mir da. Moment, das kann ich auch löschen. Chillerfighter und Nora. Kleine Blümchen, lausche rauf. Ich habe bei meinem Klassentreffen beim Tombola mitgemacht. Es kommt krasser, halt dich fest. Hab sogar gewonnen. Leider brauche ich das Ding nicht. Also kannst du haben, bleib sauber, Nora. Das freut mich. So, und perfekter Platz dafür. Von Gulliver. Samurai-Perücke. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Ich denke mal, jeder von euch kennt Samurais. Das schaut weird aus, aber ganz ehrlich, ich behalte es jetzt erstmal. Und was bekommen wir da noch? Das Japan-Chiller-Fighter-Ding. Und eine Mikrowelle. I mean, why not? Aber okay. Dann gehe ich direkt mal kurz nach Hause und wir lagern ein paar Sachen ein. Heute ist auf jeden Fall auch der dritte Stein gespawnt, weil ich habe schon wieder ein bisschen gespielt, habe geguckt, ne? So, wisst ihr was, ich behalte zwar, aber es schaut so, so krass weird aus, dass ich es einfach nicht tragen kann. Und das Japan-Chiller, ja komm, ich nehme es einfach mal mit. Die anderen zwei Sachen verkaufe ich. Dann hoffe ich, es geht klar vom Platz her. Also heute machen wir weiter am Campingplatz. Da ist ja noch so einiges zu tun, der ist immer noch sehr, 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 sehr chaotisch. Deswegen, genau, gucken wir mal, was wir da noch so machen können. So. In Schnellerei gehe ich jetzt mal nicht. Wie gesagt, ich bin immer noch ziemlich, ziemlich überzeugt, dass wir da schon alles haben. Und ich finde schon wieder krass, wie schnell die Zeit vergeht. Beides schon Halloween. Ich freue mich mega drauf einfach. So, heute haben die wieder den Kürbistisch für mich. Ich überlege gerade, ob ich ihn überhaupt kaufen soll. Ah, erstmal mache ich mir ein bisschen Platz. So, ich möchte verkaufen. Das da, das da. Oh mein Gott, dann verkaufe ich das auch noch. Und die einzelne weißt du jetzt hinterher auch. Den Rest brauche ich halt. Ich habe das schon mal durchgeguckt. So, von mir aus. Den Kürbistisch. Aha, soll ich ihn nehmen? Der ist halt wahrscheinlich unverkäuflich. Ich kann ja mal gucken, ob die Kürbissachen unverkäuflich sind. Aber erstmal nicht mal mit Bonbon wieder mit. So, das darf man natürlich nicht vergessen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele wir brauchen. Also jetzt gucke ich mal. Ich gebe mal Kürbis einfach nur ein. Mal gucken, was da so rauskommt. Kür. Dies. So. Also schauen wir mal. Ja, das dachte ich mir eben. Ach, guck mal, das hat mir schon in zwei Farben sogar. Das ist halt wieder der Tisch, den wir hier haben. Aber ich glaube, ich kaufe ihn trotzdem, weil die Sachen sind halt unverkäuflich. Deswegen, so. Ein weiterer Kürbistisch. Jo, nehme ich mit. Wenn das Geld reicht, nehme ich sogar die Gitarre oder den... Ist das ein Bass? Ich glaube, weil es vier Seiten hat, ist es ein Bass. Oder ist es... Ja, Tatsache. Nope. Dann halt nicht. Okay. Abverstanden. Tschüss, ihr beiden. No problem. Immer wieder gerne. So, also wie gesagt, jetzt geht's mal zum Campingplatz und wir schauen uns einmal ein bisschen um. Ich glaube, es kann nicht schlecht sein, mal die Designer-App zu aktivieren. Und wir gucken jetzt gleich mal zu unserem... Meine Güte, ist die Musik hier laut. Wir schauen, glaube ich, gleich mal vorbei am Steinkreis. Dann kann ich euch das eben nochmal demonstrieren, dass wir mittlerweile drei Steine dort haben. Das finde ich einfach nur perfekt. Einfach nur super. Und zwar... Tada! Alle auch eine andere Form, aber das ist, glaube ich, immer so. Ist auf jeden Fall toll. Ich liebe es. Langsam geht's voran da. Das ist super. Und jetzt ist mir gerade noch irgendwas eingefallen, aber er ist schon wieder entfallen. Ah ja, genau. Da oben hat sich eine Blume gebildet. Die nehme ich gleich mal mit. Kann ich bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Hab wohl vergessen, dann Design hinzumachen. Aber nicht schlimm, ne? So, jetzt machst du wieder zu. Und dann öffnen wir mal kurz die Design-App. Was pflanzen wir denn da hin? Ein Herz wäre nicht schlecht. Ah, das haben wir da erst. Ja, komm. Dann kommen da ein paar. Die sieht man eh kaum. Kommen da halt die hin.
So, und wie gesagt, dann geht es jetzt zum Campingplatz. Wir könnten heute uns überlegen, den Aufgang schon zu machen, aber ich weiß noch nicht. Mal schauen, mal schauen. Ja, es steht ja auch so random rum. Habe ich eigentlich Bäume gefreezed? Ja, das schaut schon ganz cool aus. Der ist halt jetzt in der Größe. Die Größe finde ich echt, echt hübsch. Aber ich glaube, weil die so im Hintergrund sind, dürfen die schon etwas größer sein. Aber vielleicht grabe ich einen von denen aus und werde ihn woanders hinstellen. So, weil, wie gesagt, ich finde die Größe ganz cute gerade eigentlich. Können wir uns nachher überlegen. Schaut ja alles so kruschtig aus. Oh mein Gott, der Steinkreis soll endlich fertig sein. Sehr wirklich schlimm. Also hier wird so ein imaginärer oder mehr oder weniger Weg sein. So hier so verlaufen. Hier dazwischen können wir eventuell was placen. Und ich merke schon, dieser Baum ist hier recht im Weg. Wenn wir uns hier den Weg so überlegen. Müsste der halt hier hinter. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nehmen jetzt einmal mal kurz die Toilette hier mit. Und ich glaube, wir machen das jetzt mal mit dem Aufgang. Kann, glaube ich, nicht schaden. Ich habe ja überlegt, dass ich so ein bisschen hinten dran mache. Bedeutet, ich muss hier aber noch das eine oder andere entfernen. So eventuell. Ja, der Baum kommt sowieso weg. Ich hole mir jetzt erstmal. Ich habe mir schon auch überlegt, dass ich einfach so ein Baumstamm-Ding dahin mache. Einen kleinen Baumstammaufgang. Ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, eh nur noch gerade im Moment 6 oder 5 Aufgänge. Das geht ja mal voll klar, ne? Deswegen ist es gar kein Problem, wenn wir da jetzt einen Aufgang machen. Und genau. So ein Baumstamm-Ding passt halt einfach ganz gut, finde ich. Und der Gulliver da war, gibt es mal wieder ein Rossbauteil, genau. Jetzt haben wir ihm eigentlich mittlerweile schon geholfen. Das kann man ja hier mal nachgucken. Nee, nicht Meilenstein. Gruselige Geheimnisse. Da habe ich. Wow, okay, ich habe dem Geist erst so wenig. Lebensretter da. Am Strand. 16 Mal habe ich ihm jetzt schon geholfen. Okay. Interessant. So, wenn ich jetzt schon hier bin, ich muss ja eh jetzt. Oh, ich glaube 120.000 kostet das. Hebe ich einfach noch ein bisschen Geld ab. Hol mir die paar Bonusmeilen und wir schauen bei Nook Shopping vorbei. Ah, ich habe keine Ahnung. Komm, die 3000 Sternis, die sind mir halt echt nicht so schade. So, als nächstes möchte ich zum Bankautomaten. Okay, und ich werde... ich werde, glaube ich, einfach 100704. So. Okay. Dann haben wir nämlich definitiv genug. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr allzu genau, wie viel es kostet und... Genau, die Zinsen waren ja wieder sehr großzügig. Von 6 Millionen kriegt man 700 Sternis Zinsen. Das ist so gefühlt, wenn du jetzt, keine Ahnung, 500 Euro hast und sie schenken dir 70 Cent, glaube ich, so ungefähr. Wäre das ein Vergleich? Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das kommt schon ganz gut hin. So, Brücken und Aufgänge. Einen Aufgang bauen. Ja, schauen wir mal rein, ne? Und zwar der 100... Oh, okay. Krass, ich wusste gar nicht, dass der so teuer ist. Vielleicht soll ich nochmal 100.000 abheben, dann habe ich knapp 100.000 in meinem... Ja, mache ich mal so. Oder noch 75.000. Ja, das wird auch reichen. Auszahlung. Oh Mann, immer nur auszahlen. Wenn man jetzt so einen Auszug holen würde, hätte ich immer nur... Wenn so ein Auszug holen würde, hätte ich immer nur rot, 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 weil ich schon seit gefühlt Ewigkeiten... Ah, ich kann nicht mehr tragen. Ach so. Ja, dann werde ich halt ein... Ach, come on. Serious. Ich glaube, dann werde ich einfach das Maximale an... Ja, ich werde einfach jetzt das Maximale an Geld abheben. Egal, wir brauchen nicht immer so ganz klare Ziffern. Nicht Einzahlung, sondern Auszahlung. So. Das ist ein weirder Betrag, aber come on, ist mir egal. Vielleicht hebe ich es dann mal wann anders ab. Wann kommt das schon vor, dass man so glatte Beträge hat? Okay, also. Ich finde es übrigens gerade echt schön, dass es wieder mal regnet. Also ich liebe das.
Der Regen sieht einfach nur bezaubernd aus und meine Insel erstrahlt in einem Glanz. Ah, ich freue mich auf November. Ich dachte eigentlich schon im Oktober wird so sein, dass Pilzsaison anfängt und auch die Blätter alle, der komplette Boden einfach so ein bisschen orange ist. Aber leider ist das absolut nicht so. Ich überlege mir jetzt gerade hier was. Ich kann es sogar. Nee, kann ich nicht. Dachte ich mir gerade. Ich glaube, ich werde hier einfach alle Items hinlegen, vorübergehend. Genau. Wäre vielleicht nicht schlecht. Aber jetzt habe ich zuerst, Moment mal, was wollte ich denn jetzt tun? Ah ja, vielleicht den Aufgang machen. Bevor das noch komplett untergeht. Wie gesagt, ich finde es hier hinten gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich muss halt gucken, wie genau das ausschauen wird. Achso, das ist hier eh nicht möglich. Stimmt, da muss ich schon noch ein zweites wegmachen. Waren das jetzt zwei? Das schaut irgendwie nach viel mehr aus. Keine Ahnung. Es geht dann auch perfekt. Nee, nicht perfekt. Aber ziemlich perfekt geht es dann auch auf mit den Blumen. Kann ich da einfach nochmal Zaun oder so hinstellen, würde ich sagen. Habe ich jetzt... Oh, weil ich keinen Platz habe, konnte ich keinen Brückenbau-Kit. Leute... Man merkt es, vielleicht bin ich heute wieder ein bisschen verplant. Ich weiß es wirklich nicht. Ja gut, dann mache ich das jetzt erstmal, wie ich es gerade vorhatte. Ups, nicht durch die Blumen rennen. Ich hoffe, sie vermehren sich, weil ich suche ja immer noch ein paar Blumen. Genau, so. Wenn man die jetzt nimmt, die sind dann einfach weg, oder? Ja, okay, passt. Muss ich wahrscheinlich gleich dann nochmal aufstellen. Und hier liegt ja nichts. Das bedeutet... Ah, ich kann das ja auch einfach aufs Custom Design legen. Ich weiß halt nicht, wo ich hier überall die Designs hingemacht habe, ist die Sache. Aber gut, Suppenkessel, oh ja gut, der wäre eher nichts für hier, aber egal. So, Kürbistisch, ja von mir aus. Vielleicht hat er ja eine Benutzung, am Schluss stört es mich dann, dass ich ihn nicht benutzt habe, deswegen benutze ich ihn jetzt lieber. Und wie gesagt, ich muss hier auch alle Designs wegmachen. Und einfach mal ein paar Sachen ablegen, weil wir haben echt zu wenig Platz hier. Ja, so viel Platz braucht das halt leider auch gar nicht. Also das heißt leider, ist ja eigentlich gut, aber für mich jetzt nicht so gut. So, weil ich das gerne hier gut abgedeckt hätte. Ich denke mal, hier ist auch was. Oh, komm. So, ich werde jetzt einfach mal hier überall Unkraut pflanzen. Eben damit ich mir sicher sein kann. Schwingschaukel ablegen. Und hier werde ich jetzt einfach so ein Ding hinstellen. Also eine Figur, ihr wisst schon. So, okay, perfekt. Ja, das gefällt mir so doch schon besser. Sieht schon etwas mehr aufgeräumt aus. Also vielleicht bilde ich mir das ein, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall mal hier ein Stock, warum wie auch immer der hier hingekommen. Ah, ich komme hier nicht durch. Aber ja, mir gefällt es auf jeden Fall, wie das hier geworden ist. Mir gefällt auch das hier mega gut, die Idee mit den Kürbissen zu arbeiten. Ich hoffe, wie gesagt, Kürbisse werden einfach nicht faul, weil das wäre sonst echt fies. Kacke. Strohzaun, Baumstamm. Ja, ich bin für den Baumstammzaun. Ich glaube, Stroh ist dort ein bisschen too much dann. Heißt hier. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut eigentlich so. Das ist ein toller Ansatz. Jetzt würde ich sagen, ich nehme mal kurz das hier mit, weil ich habe jetzt gerade Platz. Und dann holen wir uns jetzt den Aufgang. Achso, Moment. Ich werde ihn jetzt einmal abholzen. Ich habe so viele von den Bäumen, deswegen holze ich ihn mal ab. Ja, bestimmt. Auch serious. Aber zweimal Holz, das nehme ich natürlich mit, weil Holz Mangelware, ihr wisst Bescheid. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, naja. So unnötiges Zeugs passiert hier gerade. Ich überlege mir auch bei der Brücke, ob ich hier was ändern sollte. Weil irgendwie weiß ich nicht, ob ich die so toll finde hier. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt auch nochmal kurz hier rein, weil ich mag einfach mein Werkzeug gerne bei mir haben und nicht dann erst, wenn ich es wieder brauche, es mir holen. So, Hallöchen Maria. Mein Schmuckstand kann die Stimmung des ganzen Zimmers auf den Kopf stellen. Dann kaufst du doch, wenn du es so bewunderst. Verstehen tue ich sie jetzt gerade nicht. Aber gut, da. Bitteschön, dankeschön.
Na, sonst brauche ich jetzt leider nichts von euch. Wir gehen jetzt. Wie gesagt, diesmal hoffentlich eine Brücke holen. Ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viel Platz. Vielleicht planen wir dann heute einfach so ein bisschen. Heißt, wir gehen gleich ins Haus und gucken, was wir noch so alles auf dem Campingplatz stellen könnten. Weil wir haben ja jetzt, ja, schon um einiges mehr Platz, würde ich sogar nennen. So, da ist Gunnar, aber den werde ich einmal ignorieren. Den habe ich heute schon so oft gesehen. Der war nämlich auch am Anfang des Parts, habt ihr es bemerkt, in meinem Garten. Also, jetzt aber. Ich liebe immer noch mein Outfit. Die Flügel sind auch so geil. Ich finde es so toll. So, guten Tag. Na, wie geht's denn dir? Ich weiß, dir geht's immer gut, vor allem wenn ich mit dir rede, weil du weißt, du kriegst Geld. Aber, genau. Genau. Also ich wäre sowieso eins von den vier hier. Die teuren bieten sich da überhaupt nicht an. Deswegen, ich bin schon ganz zufrieden mit der Baumstammtreppe. Ah, ich kann mir jetzt auch ein bisschen mehr Geld holen. Schaut an. Schon hat sich das Ganze ausgezahlt oder hat sich schon jetzt, keine Ahnung, beglichen oder so, was weiß ich. Dann nehme ich mal das ab, was ich vorher noch abheben wollte. Wenn wir jetzt schon dabei sind, ganz ehrlich. So, Auszahlung. Soll ich jetzt wirklich noch so viel abheben? Ne, wisst ihr was, ich heb noch. So. Dann sollte ich noch, ja, oh ja, knapp 100.000 haben, fällt mir gerade auf. Oder bin ich gerade doof? Nee, ich glaube, ich habe da noch so 60.000. Das reicht mir aber auch sowas von. Es gibt eh so selten in meinem Laden, beziehungsweise im Nux-Laden was. Und wenn es dann sind, es zwar immer die teuren Sachen. Aber keine Ahnung. Ich mag übrigens auch den Aufgang hier immer noch super gern. Er passt halt immer noch. Ich mag auch das hier oben, also diesen Bereich, den habe ich echt gut hinbekommen, finde ich. Das ist ja auch eine Täuschung. Man denkt so, okay, der Weg geht dort dann weiter um die Ecke. Aber nein, geht er gar nicht. Tada. Aber man sieht es ja nicht. Deswegen ist das in Ordnung, finde ich. So. Hier muss ich auf jeden Fall noch eine weiße Blume hinstellen. Muss ich mir nachher gucken gehen. Jetzt wollte ich den Aufgang machen. Meine Güte, was denn heute los? Ach, ja, come on. Dann halt nicht. Ah, ich mag das mit dem Baumstammzaun, das passt irgendwie ganz gut. Finde ich jetzt. Okay, jetzt habe ich auch das Aufgangsplanungskit, wie auch immer. Okay, es wird eins rausschauen, aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Mal gucken. Oder wir verstecken es ganz. Ich möchte mal nur gucken, wie das ausschaut. Da müssen wir den Baum jetzt wirklich abhacken. Mal schauen. Also wie gesagt, ich habe genügend und wenn, dann möchte ich sie ja eh meistens freezen, deswegen ist es, denke ich mal, nicht so schlimm. Ja, jetzt komm schon. Sehr gut. Okay, ich weiß auch wirklich noch nicht, wie ich den Boden belegen werde, ob ich ihn überwuchern lasse wieder oder keine Ahnung. Es wird halt schon passen, ich meine, es ist ein Campingplatz, ne? Aber ja, also es wird sich halt schon, also wie wir es gerade hatten, wird sich schon anbieten. Einfach aus dem Grund, weil es dann perfekt mit den Blumen und so abschneidet. Ihr wisst Bescheid. Aber wir gucken uns das Ganze trotzdem mal an. Das sieht aber auch cool aus, muss man sagen. Ich bin gerade übelst wie gespalten, oh mein Gott. Ich schaue es mir nochmal so an. Ich fand es gerade eigentlich ganz cool, dass man da nur so ein bisschen was gesehen hat. Aber ich schaue nochmal, wie gesagt. Maybe machen wir das so. Aber auf jeden Fall schräg, würde ich sagen. Oh mein Gott, bin ich zwiegespalten. Hilfe. Ja, ich glaube, ich fand es davor leider besser. Also, keine Ahnung. Klar, jetzt tut es nicht so gut abschneiden mit dem Ganzen hier. Aber ich finde es schöner einfach. Die Sache ist halt eigentlich, wir können es auch mal ganz anders probieren. So. Wenn ich es jetzt mal so mache, wie es dann ausschaut. Eigentlich wollte ich den Platz ja hier dafür nutzen. Nee, okay, ich bin schon so am besten. Also, können wir das hier wegmachen. Bin ich schon so am besten, deswegen.
Ich mag das einfach irgendwie, dass man die nicht sieht und dann sieht man plötzlich so eine Holztreppe. Das finde ich irgendwie ganz cool. So, schaut hier unten das. Also, beziehungsweise hier oben. Finde ich gut so. Mal so machen wir's. Muss ich mir doch nochmal was überlegen, was wir hier so machen können. Wahrscheinlich einfach so zwei, drei specialige Sachen. Keine Ahnung. Jojojo, spinnen sie doch. Na klar doch. Wir brauchen noch nur 168.000 Shennies. Wollen Sie wirklich alles spenden? Ja, wie immer. Eigentlich hast du sogar mit unserem Ziel von 168 Shennies erreicht. Wir haben das Projekt nur in Angriff genommen. Bitte etwas Geduld. Danke, 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 danke. Meine Güte, die Juriden sind immer hier so hastig. Keine Ahnung. Ich überlege mir gerade, ob ich das hier wegmachen soll. Aber ich glaube, das passt schon so. Okay, dann müssen wir halt gucken, wie wir das lösen hier. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nach Hause und gucke, was ich so machen kann. Ach, stimmt ja. Ja, aber bis jetzt gefällt er mir. Also er ist auf jeden Fall... Ich mag diesen Abteil hier ziemlich gerne gerade. Der ist gut und gern gesehen bei mir. Könnte man sagen. Ich glaube, ich werde jetzt den Baum einfach freezen. Ich meine, man sieht ihn. Er kommt jetzt zwar nicht so ganz in Szene, ehrlich gesagt. Also er wird nicht ganz in Szene gesetzt. Obwohl, wisst ihr was? Ich mach's dahinter. So, jetzt pflanze ich hier eben einen Apfel. Ich habe nur noch zwei Stück, okay. Und pflanze hier Unkraut. Ja, das ist halt schon wieder so. So, weg damit. Und Unkraut pflanzen. Okay. Und das andere werde ich, glaube ich, einfach wachsen lassen hier. So ein kleiner, ich frage mich die ganze Zeit, wo könnte ich noch so einen kleinen hinmachen? Ich könnte hier und dann halt hier so einen kleinen hinmachen. Ich mag die Stelle so, wie es hier eigentlich ist. Ehrlich gesagt. Jo, okay. Also ja, ich wäre jetzt schon dafür. Wir gucken jetzt einfach mal. Erstens, ob ich noch irgendwo eine weiße Blume habe. Weil das hier muss ich natürlich jetzt versetzen. Das heißt, hier muss das hin. So. Und da kann man einfach so erstmal so hinlaufen. Genau, ich wollte ja nach Hause. Wie gesagt, dann gucken wir einfach mal erstens im Lager und zweitens dann bei den DIYs, was wir denn noch so dort hinstellen könnten, theoretisch. Das würde mich halt schon interessieren. So ein Verkaufsstand passt da, glaube ich, eher nicht hin. Also erstmal ins Lager. Oh, was ist denn da? Was ist da kaputt gegangen? Ah, die Axt, stimmt. Ich hätte mal die ganzen Sachen hier einlagen, die voll unnötig sind. Das ist echt gut. So, und das hier auch noch. Oh, ich habe hier sogar noch einen Birnenspross. Das sind alles ausgewachsene. Ja, okay. Also. Ja, natürlich der Pilztisch. Nehme ich einfach mal mit. So ein Strohteil eventuell. Wer weiß, vielleicht. Kochstelle auch. Wird alles zusammen. Ich bin nicht ganz überzeugt, aber vielleicht. Vielleicht kann man sie ja doch ganz gut in Szene setzen dort. Deswegen, genau, nehme ich das. So, die Toilette möchte ich irgendwo auf jeden Fall in Wald integrieren jetzt. Das ist, denke ich mal, nicht schlecht. Ja, so eine Vogelscheuche ist auch nicht schlecht. Also ist mir fast zu schade, muss ich sogar sagen. Ja, die habe ich, da habe ich was Besseres vor mit der. Ehrlich gesagt. Oh, jetzt sind wir schon beim kleinen Kram. So ein Kombi-Futternapf ist vielleicht nicht schlecht. Dann eine Tasse an sich, habe ich nicht eine normale, doch, sehr gut. Okay, ich muss auch bald mal wieder aussortieren, man sieht, ich habe fast 1450 Sachen, das ist ja schon viel, würde ich sagen. Okay, hier habe ich sogar noch so ein Modell. Picknickkorb kann auch nicht schaden. Ah ja, und die kleinen Busse kann man da natürlich sehr gut hinstellen. Ah, oh, und jetzt sind wir bei der Wand. Okay, da können wir wohl eher nichts hin machen.
Muss echt mal anziehen, wie sowas aussortieren. Also das machen wir auf jeden Fall den nächsten Mal. Wenn ich mal ein paar Projekte abschließen konnte, würde ich sagen. Aber jetzt da erstmal. Ja gut, sonst nichts mehr. Obvious. Baum abholzen, sehr gut. Ich nehme es gerne, solche random neuen, ne? So, und jetzt gucken wir eben bei den DIYs. Also. Lagerfeuer haben wir eben schon. Diese tun sich halt echt gut anbieten. Baumstamm-Falset. Ja, könnte ich theoretisch machen. Halte ich mal im Hinterkopf. Die Pappsachen glaube ich eher nicht. Ganz ehrlich. Die bin ich jetzt nicht so gut dort. Eine Gitarre habe ich schon. Noch ein Vogelhaus. Also ich brauche auf jeden Fall Holz und Weichholz. Egal, was ich hier machen will. Silo wäre auch nicht schlecht eigentlich. An sich, diese Ziegelsachen passen ja eigentlich auch nicht schlecht. Aber ja, mache ich jetzt mal nicht. Ja, die Sachen, let's go. Das ist halt für mich voll so Verschwendung von Gold, finde ich, wenn man sowas macht. Außer halt für die Maske, obwohl wir sie auch erst einmal anhatten, ne? Ja, sowas ist nicht schlecht. Drei Bücher, Holz und alle Holzarten brauche ich einfach. Drei Bücher, alle Holzarten. Ja, das ist es, glaube ich, erstmal. So, Holz, Holz und nochmal Weichholz. So, und jetzt ein Buch. Ich glaube, ich sortiere es einfach mal kurz alphabetisch. Dann gehe ich nämlich nach oben einfach zum Buch. Zum B, besser gesagt. Ah, B, ja, perfekt. 1, 2, 3, dann verwerten wir die gleich mal. Jetzt habe ich noch 5. Achso, Moment. So. Damit das wieder geordnet ist, ne? Okay. Also, wir wollten, wir können jetzt gleich mal gucken, was denn herstellbar ist. Oh ja, stimmt. Ja, so Laubhaufen passen natürlich auch nicht schlecht. Laubhaufen, Lagerfeuer. Okay, Zapfen brauche ich. Unkraut und Äste. Und da Zapfen auch. Okay, und dort Eicheln. Okay, kann ich mir merken. Unkraut, Äste. Na, das mache ich jetzt gleich. Weil ich glaube nicht, dass ich es mir merken kann. Da waren Zapfen. Sind wo? Ah, oh. 17 Eicheln und wo sind meine Zapfen? Ah, die kommen ja irgendwann weiter unten. Ich muss aber trotzdem noch echt viel farmen. Da sind die Zapfen. Oh, erst 5 Zapfen. Oh, ich bin full. Was? Und wo habe ich schon wieder so viele Items? Hilfe. Ah ja, gut. Ich muss erstmal was craften. Und zwar, dies, wo ich die Bücher brauche. Das war ja diese Bibliothek. Genau. Dann sind die Bücher eben weg und dann haben wir zwei mehr Plätze. So, das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Okay, und jetzt gucken wir mal. Ich möchte es halt nicht vergessen, ne? Der Laubhaufen. Das passt halt wirklich gut. Ah, Unkraut brauche ich noch, okay. Ah, da war's. Okay, kann ich auf jeden Fall mal in nächster Zeit was verkaufen. Ich denke mal, so viel ist klar. Was fehlt denn da jetzt noch? Ah, die Zapfen. Leute, ich muss mal kurz was auslegen. Nein, nicht ins Lager. Picknickkorb war das. Meine Güte. Einfach auf Kleinkram. Da ist er ja. Einfach ablegen. Ja, dann platziere ich halt kurz, ganz ehrlich. Aber der passt hier gar nicht schlecht rein eigentlich. So, die Busse finde ich halt echt cool. Die können wir vielleicht so an die Dinger, die gleich mal stellen. Jetzt brauche ich immer noch Zapfen, meine Güte. Okay, ich brauche definitiv noch viel mehr. Okay, ich muss echt mehr farmen. Einfach Bäume, Bäume, Bäume schütteln und nochmal Bäume schütteln.
Ziemlich einfach, eigentlich. Oh je, 3 Stück waren das. Ja gut, dann kann ich auch schon gar nichts mehr machen als das Laublagerfeuer. Dann, naja, ich guck mal, wie ich das umgestalten kann. Alles, was ich hier so habe. Habe ich noch 2 Plätze frei? Nö. Achso, ups. Kann eben schon noch was herstellen. Moment. Und zwar kann ich noch, also wenn Gerd da ist, muss ich auf jeden Fall was... Das da doch. Ah ja, eben. Nein, sondern das da. Der in Gelb. Kann ich jetzt einfach mal 2 herstellen. Ich hoffe, dafür habe ich Platz. Aber I don't know. Ja. Nee. Okay. Na dann platziere ich noch kurz ein Laubhaufen Lagerfeuer. Hilfe, ich habe gerade echt Platzprobleme. Nicht dein Ernst. Und wo soll ich das wissen? So, also jetzt stelle ich nochmal so einen Laubhaufen in Gelb da und dann... kann ich alles umgestalten? Was? Achso, ich muss dann noch den Laubhaufen platzieren. Da kann man ja durchlaufen. Das sieht ja mega cool aus. Also, etwas herstellen, nicht umgestalten. So, dann kann ich nämlich die Eichen, das Unkraut, Holz, alles wegpacken. Das ist halt das. Also, dann habe ich auch ein bisschen Platz. Zack. Kann ich nämlich wieder alles mitnehmen. 4. Ja, 6 Plätze, also dann passt ja. Gut, Weich- und Hartholz habe ich jetzt gar nicht gebraucht. Okay, ich muss hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr auf dem Boden, ein bisschen mehr Blätter etc. machen. Nehme ich mir auf jeden Fall mal vor. Ah, nein, genau. Ah, jetzt auch umgestalten. Ich bin gespannt, was wir alles umgestalten können. Ja, recht viel eigentlich. Die Mini-Bibliothek würde ich gerne in einen dunklen Design, geht das? Wild, genau. Ja. Oh, das sieht ja auch hübsch aus. Märchen. Aber nein, ich nehme das wilde Design. So. Okay, dann die Tasse. Ah ja. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Design, das da passend ist. Nee, ich finde eigentlich den Fisch gar nicht schlecht. Ja, der darf voll irgend so ein Fischwasser oder so trinken. Das wäre... Nee, nicht meins auf jeden Fall. Das Laublagerfeuer? Ja, natürlich mit Marshmallows. Das ist ja mega geil einfach nur. Kann vielleicht noch so kleine Hocker da hinstellen. Also, bei mir bilden sich schon die Ideen im Kopf auf jeden Fall. Und mit dem Pilztisch? Ja, das ist halt die Sache. Also, gewöhnlicher Pilz ist toll. Weißer ist auch schön. Alle sind schön. Außer der gelbe. Der gefällt mir jetzt nicht so. Ich glaube, ich nehme einfach mal den hier. So. Gucken wir weiter. Strohbett. Das kann man umgestalten. Das wusste ich ja gar nicht. Ah, aber ich lasse es schon so. Wenn ich es denn gebrauchen muss. Also werde, besser gesagt. Hotdog? Nee. Rostlaube auch nicht. Kinderland? Nee. Tarnfarbe? Rot, Karo. Fast Food. Und was ist bei dem anderen? Kleinbus. Pünktchen Königs. Pastellraum ist eigentlich ganz hübsch. Oder was ist da das Anfang? Ich bin gerade echt ein bisschen hin und her gerissen. Nee, ich lasse es so, wie es ist, beides. Okay, dann damit sind wir auch schon fertig. Oh, cool. Und wir haben anscheinend endlich mal viele Sachen umgestaltet. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons wieder. Wenn wir dann hoffentlich endlich den Campingplatz mal fertigstellen können, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nötig. Aber wir haben auf jeden Fall viele Bonus-Meinen noch. Das ist super. Die hole ich mir noch gemeinsam mit euch ab. Die Meinen füllen sich langsam. Und wir haben auch noch Möbel umgestaltet. Oh, endlich 200 Sachen umgestaltet. Sehr gut. Renovierungsinspiration.
Das freut mich. Wir müssen aber noch viel herstellen. Ja, 1000. Ja, geil. Und dann sind es wahrscheinlich 3000. Also das werde ich, denke ich mal, nicht. Marke Eigenbau. Wenn du viele Werkzeuge... Ah ja, okay. Ich war gerade nämlich verwirrt, was der Unterschied ist. Aber gut. Jetzt wissen wir es. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder bei einer weiteren Folge. Schaltet wieder ein. Und dann sehen wir uns dort wieder.